Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich hier auf diesem Kanal ein Video veröffentlicht. Das Video hieß Das Problem der nicht zu Ende geliebten Menschen. Dieses Video ist sehr gut bei euch angekommen und ihr habt euch auch mehr dieser Art Videos gewünscht. Also ich werde auf dieses Thema, das Problem der nicht zu Ende geliebten Menschen, was das für eine Gesellschaft machen kann, auch nochmal ein weiteres Video veröffentlichen in den nächsten Monaten. Da möchte ich aber den Fokus legen auf bedürfnisorientiertes Begleiten, ob das mit der Schule endet, ob man dann Kinder noch bedürfnisorientiert begleiten kann. Das war auch mit unter anderem ein Unterthema des Videos. Heute habe ich wieder ein neues Thema für euch. Heute geht es um Mut. Wer mich auf Telegram verfolgt, hat vielleicht einiges dazu schon gelesen, auch die kleinen Texte, die ich euch heute hier in diesem Video vorlesen werde, habe ich schon in der Vergangenheit, in den letzten Monaten auf Telegram veröffentlicht. Also habe ich dort gefunden und bei mir gepostet oder einfach geteilt. Wenn ihr mir noch nicht auf Telegram folgt, ihr findet unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar den Link. Ich habe da einen schönen kurzen Text bzw. eine Aufzählung gefunden und zwar über die 6 Arten des Mutes. Da gibt es zum Beispiel den körperlichen Mut, der besagt, mit Belastbarkeit, Ausgeglichenheit und Bewusstsein weitermachen. Dann gibt es den sozialen Mut, unverfälscht man selbst zu sein. Dann den moralischen Mut, das Richtige tun, auch wenn es unangenehm oder unpopulär ist. Dann haben wir noch den emotionalen Mut, alle Emotionen, positive und negative, ohne Schuldgefühle oder Anhaftung zu fühlen. Es gibt auch den intellektuellen Mut, lernen, verlernen und neu lernen mit einem offenen und flexiblen Geist. Und es gibt den spirituellen Mut, Leben mit Sinn und Zweck durch eine herzzentrierte Herangehensweise an alles Leben und an sich selbst. Was haltet ihr von dieser Unterteilung des Mutes? Findet ihr euch da wieder? Lebt ihr schon gewisse Aspekte des Mutes? Welchen Mut möchtet ihr in naher Zukunft noch gern leben? Welchen Weg würdet ihr in eurem Leben gern weitergehen, aber euch fehlt der Mut dazu? Jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Text zum Mutigsein vorlesen. Diesen Text habe ich auch auf Telegram gefunden. Ich meine, das kommt aus dem Spanischen. Du musst immer mutig sein, hörst du? Mutig sein, weiterzugehen, wenn sie dich treten. Die Zweifel, die Leute, die Angst, mutig sein, über Grenzen zu sehen, mutig sein, dich selbst zu erkennen, wie im Dunkeln, so im Hellen. Erkenntnis führt und lenkt dich, sei mutig, dir ehrlich gegenüberzustehen. Du musst mutig sein, für deine Liebsten einzustehen. Lass deine Wurzeln tief unter der Erde reifen und du wirst dem stärksten Sturm standhalten. Lass den Wind in deine Seele hinein, um das alte Laub abzutragen. Du wirst singen und fliegen, wie die Vögel, die jede Tiefe auskleiden. Ermutige deine Flügel zu wachsen, aus dem Keim zu sprießen und in die Höhe zu steigen. Das waren 2 kleine Anregungen zum Thema Mut. Hinterlasst mir gern eure Gedanken, Erfahrungen, Meinungen zu diesen beiden Anregungen unter diesem Video. Ich freue mich über regen Austausch und wünsche euch noch eine wundervolle, harmonische Zeit.